Willkommen zurück bei Dark Souls 3. Jo, wir machen weiter im DLC und wir machen da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Aber mit ein paar mehr Estus. Ich versuche die jetzt mal so ein bisschen weg zu. Time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. Ach Gott. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Ja. Komm schon. Ach Gott. Oh, das war schlecht. Ach komm. Das gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht, dass ich diesen Parry nicht hinkriege. Jetzt aber. So, gleich noch ein. So, und jetzt weg mit dir. Oh. Onyx-Klinge und Vorrichtungsschlüssel, ja, sehr gut. Gut, ja. So, da haben wir den doch einfach mal weggemacht. Aber dieses Parry-Fenster irgendwie nicht hingekriegt. So, jetzt können wir hier weiter. So, und hier finden wir jetzt eigentlich die Hauptfigur des DLCs. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. Oh, I promised them. Ja. So, hier können wir jetzt das nächste Bonfire aktivieren. Und dann können wir hier die Tür öffnen, sind wir hier. Das ist ganz geil. Das können wir noch nicht machen, weil hier müssen wir erst rein. Aber das machen wir jetzt. Ich setze mich noch mal eben hin, weil mit 5 Estos kriegen wir das da auf jeden Fall nicht hin. So. Ja, und jetzt werden wir hier mal ganz gemütlich durchlaufen und looten. Komm, ey. So ein klein Müh mehr Schaden würde uns gut tun, ne? Dann könnten wir die, glaube ich, one-shotten. Dann bin ich auch noch im Fast Roll, ne? Mal gucken. Boah, ja genau, renn doch genau rein. Nee. Reicht leider auch nicht. Reicht? Wow. Ja. Wow. Okay, dann können wir auch den Ring wieder reinmachen, weil das bringt uns doch mal gar nichts. So, ich finde dieses Gebiet ein wenig unübersichtlich, aber eigentlich ist das gar nicht so schwierig.
Einzige, was hier echt nervig ist, ist, dass es echt viele Gegner hier sind. Mit deiner Fackel da schön, ne? Die alle zusammen zu trommeln. Ich glaube, es hackt, ey. Oh Gott. Oh Gott. Ja, kommt, ey. Gut, das ist dann schon nicht ganz so geil. Diesen Fetzen. Wow, wow. Alter. Boah, Gott. 15 Estus können hier teilweise echt wenig werden, ne? Jungs, die sind echt. Genauso beschissen wie diese Fackelträger in Dark Souls 1. Alter, wieso? Ey, ganz ehrlich, was ist das denn? Ich kläre jetzt hier erstmal hier oben alles, bevor wir da runter gehen. Und darunter müssen wir auch gleich. Das ist sehr uncool, sage ich jetzt schon. Ich glaube, wir müssten eigentlich gar nicht darunter. Aber wir können auch erst hier. Aber die one-shotten wir wenigstens mit dem, mit der Jorumsmarete. Batz in dein Gesicht. So, große Titanitscherbe. War hier unten, war auch noch irgendein Item. Ich glaube, hier war aber kein Geheimgang. Nee. Gut. So, haben wir einmal die Anhängerfackel. Das ist die Fackel, die auch die Typen hier benutzen. So, und ich glaube, hier oben kann man diesen einen. Alter, komm schon. Ach nö, ach nee, ach ja. Wie viele denn jetzt schon wieder? Oh. Ah, wieso denn? Außer sind zweimal gedrückt. So, den Typen wollen wir nämlich da oben mal weg haben. Boah, ja, genau. Als ob du mich jetzt. Ach Gott. Ach ja, klar. Jo, natürlich. Ich hasse, wenn der Gegen-Parry nicht funktioniert.
willst du mich verarschen? Stirb doch einfach, Junge. So. Jetzt haben wir keine Estus mehr. Das ist echt beschissen. Ja, Mann, ey. Ja, das bringt uns jetzt eigentlich auch nicht viel, aber wir können von hier aus, können wir eigentlich, ist das relativ short, da wieder hinzukommen. Wieso ist das kein... Jetzt kommen wir nämlich darüber. Und dann haben wir nämlich hier den Shortcut wieder in die ins Zimmer rein, wo wir gerade waren. Genau. Und dann können wir uns hier hinsetzen. Sehr nice. Unbegreiflich, warum ich gestern in meinem Stream nichts gehört habe. So. Wunderbar, jetzt können wir nämlich hier schön die Abkürzung nehmen. Ich glaube, ich bleibe auch wieder bei der Waffe, ne? Die ist auch Two-Shot, genauso wie die andere. Das war schlecht. Das sollte man vielleicht nicht tun. Das sollte man nicht tun. Müssen da auch eigentlich müssen wir da auch gar nicht hin, ne? Ich glaube, es würde auch reichen, wenn wir hier meine, ich weiß auch, bin überfragt, wo wir eigentlich lang müssen. Da müssen wir lang, ne? Ja, das ist alles hier ein bisschen verworren. Oh Gott, ey. Ich versuche jetzt nochmal den Typen da zu boxen. Hä? Gott, damit bin ich durcheinander, ey. Doch da hoch. Ach Junge, ey.
Moin. Und jetzt bin ich total komplett verwirrt. Schlechte Idee gewesen. So, jetzt gehen wir da noch mal runter. Wir müssen jetzt irgendwie ach komm. Eigentlich müssen wir da auch gar nicht rein, ne? Wir können auch eigentlich hier direkt durchlaufen, ne? Da auch eigentlich gar keinen Bock drauf, ey. Das ist eigentlich, ich glaube, da finden wir auch nichts Großartiges. Die Typen, die hauen uns da nur richtig schön die Fresse dick. Aber ich meine, dass da nichts Wichtiges ist. Wenn doch, dann... Das ist hier absolut widerlich. Dieses Gebiet hier ist absolut ekelig. Aber eigentlich kein Problem. Normalerweise müssten wir, können wir jetzt auch hier den. Na ja, dann. Down with you, Alter! Der Shortcut war nämlich auch direkt hier. Wir können danach nämlich nochmal. So. So, wir können nämlich direkt hier hoch. Und sind dann. Absolut geil gemacht wieder. Ist absolut wieder. Richtiger Dark Souls Moment, denn wir sind jetzt wieder hier oben bei Friedel. So, aber wir gehen dann noch mal kurz runter und ich glaube, da lag irgendwas Gutes, bin mir aber nicht mehr sicher. Ist aber absolut echt auch ein ist auch absolut zum Abgewöhnen dieses Gebiet hier. Ich meine, hier muss man irgendwie noch genau, hier muss man irgendwie so, hier muss man irgendwie den Griff drehen, ne? Da waren zwei, glaube ich, ne? Wie war das noch? Ah, jetzt kriegen wir gleich richtig hart auf die Schnauze. Von Friedel. Ich habe jetzt schon keine Nerven mehr. 220 Versuche später wird das gleich wieder werden. Ich meine, ich habe mir den Sturmkönig, der hat mir ja richtig eine draufgegeben, ne? Aber Friede ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ehrlich. Das ist... Ich finde sie persönlich schwerer als Offrin of Kos. Einige, da gehen so die Meinungen ein bisschen auseinander in Bloodborne. Ich habe Offrin of Kos mit 4 Versuchen gemacht. Bei ihr habe ich definitiv mehr gebraucht. Ja, genau. Ja, ich bin tot, egal. Naja.
Naja, auf jeden Fall, da unten kann man noch ein paar Items einsammeln. Ich glaube aber nichts wirklich. Nichts wirklich Außergewöhnliches. Wenn ich so recht. Ich erinnere. So, wir reisen jetzt mal zur Kapelle. Und da lassen wir uns jetzt mal richtig eine draufgeben. Ach Gott, das wird bestimmt so schlecht. Ah, egal. Mal gucken, wie weit ich beim ersten Versuch komme. Es ist bei dem Kampf auch, finde ich, keine Schande, wenn man sich da mit jemanden reinnimmt. Weil, so ganz mit fairen Mitteln kämpft sie nämlich auch nicht. Be forewarned, eager Ash. Should this world wither and rot, even then would Ariandel remain our home. Leave us be, Ashen One. Thou art the Lord of Londor and have thine own subjects to guide. Leave us be, Ashen One. Thou art the Lord of Londor and have thine own subjects to guide. Das finde ich so ein bisschen geil an dem DLC, dass sie darauf Bezug nimmt, dass wir halt schon Aschefürst geworden sind. So, hier könnt ihr euch den Sklavenritter dazu holen. Der kommt allerdings erst in der zweiten Phase dazu. Bringt meiner Meinung nach herzlich wenig, weil er ja, also er dient als Ablenkung ganz gut, aber wirklich was reißen tut er nicht, ne? Also er stirbt auch meistens relativ schnell, weil Friede ihn dann richtig hart verkloppt, weil wir müssen uns in der zweiten Phase dann um Friedes Opa oder Vater oder ich weiß nicht mehr, wer das jetzt genau war, kümmern. Müsst ihr wissen, ja, also ich habe keine Lust. Ich habe sowas von gar keine Lust. Ich will da nicht rein. Aber es ist episch. Das muss man sagen. What stops thine ears? Please, my flail, right away. Quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I would snuff out these ashes for good. Ja, glaube ich. Das war schlecht. Oh.
Ja, das war schlecht. Ah, Gott. Ah, das ist auch wie beim Sturmkönig. Wenn du aus dem Rhythmus kommst. Ach, das war scheiße. Ah, Mann. Ach Gott. Also ihr müsst euch in der ersten Phase, wenn sie unsichtbar wird, immer direkt umdrehen, gucken, wo sie hinrennt. Ihr seht dann eigentlich, wo sie landet. Das ist der Trick. Und zu gucken, ne, ihr seht, wenn ihr raus seid aus diesem Dreh, wenn sie euch trifft, schwierig wieder reinzukommen. So, zweite Phase. Eigentlich auch nicht das Problem. Das größte Problem ist eigentlich die dritte Phase, weil da wird eskaliert eigentlich alles. Aber ich fand meinen ersten Versuch bis jetzt noch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber man kann sie im ersten Versuch auch relativ gut besiegen, ohne dass man eigentlich überhaupt Schaden nimmt. Jetzt ist es eigentlich ganz geil, Gale zu haben, um sie abzulenken. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Wir warten auf einen bestimmten Angriff. Ah, ich habe das Pattern nicht mehr ganz drauf. Ich weiß nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt überhaupt hinkriege. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich die verkämpft habe. Schon sehr episch, ne? Das Wichtigste ist, wir dürfen nicht in Stress geraten jetzt, ja? Wir müssen ruhig bleiben. Auch wenn das sehr schwierig ist. So, wir konzentrieren uns jetzt. Ja, wir versuchen hinter ihm zu kommen. Und gehen nur auf ihn, ja? Oh, das ist schlecht. Haben wir noch ein Critical. Und dann ist die Phase auch schon zu Ende. Ah, komm. Alter, ich bin echt gut. Gott, bin ich gut. So, wo ist sie? Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Alter. Ja, wir dürfen nicht rein. Wir müssen weg. So. Oh, das ist schlecht. Ja, wir dürfen uns nicht von diesem... Oh Gott. Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist
schlecht. Oh nein! Ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut, ich war so gut. Oh Gott, war das ein guter Kampf und da bin ich nicht weggekommen. Ich habe zu spät gesehen, dass sie in die Höhe geht. Ah, das ist ärgerlich. Ah, ist das ärgerlich. Ihr habt auf jeden Fall schon mal gesehen, wie es laufen sollte. Mit die dritte Phase ist halt allerdings, da muss man erstmal, man muss diesen Umschwung hinkriegen von, okay, sie ist am Anfang eigentlich schon gut, das ist strong, so die erste Phase, aber dann einfach im Prinzip die zweite Phase nur den Typen dodgen, irgendwie gucken, dass man hinter ihm kommt, am besten mit dieser Dreierschlag macht, gucken, dass Frieda einem nicht in die Quere kommt. Dann kann man auch relativ schnell einen Critical kriegen. Und dann ist die Phase eigentlich gegessen. Die dritte Phase ist eigentlich das, was wirklich heavy ist. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, die ersten zwei Phasen, die waren eigentlich, fand ich ganz gut, muss ich sagen. Das lasse ich jetzt mal so. Ich werde jetzt nochmal die dritte Phase auf jeden Fall aufnehmen. Yo! Schwester Friede! Das war's. Ja, ich hab mir dann einfach mal wieder jemanden zugeholt, weil... Es ist schon heavy, ne, der Kampf. Also der ist schon nicht ohne, ne? So, und jetzt sind wir hier nämlich eigentlich auch durch mit diesem ganzen Gedöns. Gail hat uns hier geholfen. Und jetzt gehen wir einfach weiter zum Trümmerhaufen. Ja, also ich würde sagen, den Trümmerhaufen machen wir dann beim nächsten Mal. Weil das ist ein bisschen aufwendiger, das ist alles ein bisschen größer. Wir gucken uns den dann später an, also im nächsten Part. Und machen den dann, dann gibt es auch ein paar Bosse. Sind auch sehr coole Bosse auch mit dabei. Sehr geiles DLC auch. Ja, haut erstmal rein. Ciao, ciao.